Ufer zu Donnerstag 20:01 und keine Ahnung warum, aber heute ist die halbe Schweiz wieder unterwegs. Aktuell statt am Geniessen noch am Stau stehen. Um dann wie die Lemming in Schor an die schönen Plätze zu stürmen. Eine Erholung könnte auch anders aussehen, zum Beispiel bei Ihnen. Das klingt wirklich wie der Chewbacca Star Wars, sind aber andere völlig neue Alpakas, nämlich von denen siehst du mittlerweile überall auf den Weiden. Ganz eine spezielle Begegnung gibt es aber am Greifsee im Zürich-Oberland. Da gibt es nämlich direkt am schönen See umgeben von Wiesen und Bäumen Alpaka-Yoga. Und unsere Lara Schoch hat es mal ausprobiert. Ich bin jetzt hier auf meiner Yogamatte angekommen und wir haben alle unseren Platz eingenommen. Wir mussten alle so ca. 1-2 Meter Abstand haben, weil die Alpakas kommen ja nachher. Und wenn wir nicht genug Abstand haben, dann können die Alpakas nicht zu uns kommen. Und ja, ich sehe schon die Köpfe dort, die wollen schon reinkommen. Und ja, die Yogalehrerin ist auch schon. Jetzt muss ich ruhig sein. Ja, dann ist es losgegangen und ja, wie man das halt so vom Yoga kennt, oder? Bei der nächsten Einatmung kommst du hoch, wieder nach oben und machst die Beine schön breit, so wie wir das im Stehen schon gemacht haben, so wie vorhin. Ja, beim Hund, der Sonne, schön schnaufen. Und zwischendurch hörst du dann eben auch die Alpakas schnaufen und schnuppern, wenn sie kommen, Grüezi sagen. Und sie pläudern anscheinend miteinander. Ja, es ist so herzig. Die Alpakas, die reden einfach miteinander und es tut so süß. Ich will mal zuhören. Nein, ich gehe ja ins Loch, wie herzig das es tönt. Ich will gerade so gerne wissen, was sie miteinander reden. Nein, so süß. Ich möchte sie sagen, hey, nein, was soll denn das rumgeturnen auf unserer Wiese? Warum verrenken sich die und strecken ihre Füdli da in die Luft? Hä? Wie auch immer, Lara ist voll Fan von dem Alpaka-Yoga. Die Yogastunde ist jetzt um und ich bin einfach sprachlos. Es ist so ultra schön und entspannend gewesen. Einfach das Wetter und dass man einfach auf dem Boden gelegen ist, auf dem schönen Gras und die Alpakas sind dann ein bisschen zu einem gekommen, sind so ein bisschen schnuppern, sind angelegen, haben sich gewälzt, haben genossen. Es ist einfach so ein Rundum-Paket, wunderschön. Eine Harmonie und ja, ich kann wirklich sagen, kommen wir alle vorbei, es ist traumhaft da oben. Gibt es übrigens nicht nur die Mur und Greifensee, auch die Könitz und die Zwänge im Seeland für Berner, Zeltsach und Hagendorf für Solothurner und Aargauer. Und am besten gehst du einfach mal unter Alpaka-Erlebnisse im Netz schauen. Oder du gewünschst dir deine Yoga-Stunde mit diesen putzigen Kollegen gerade bei uns. Wir verschenken jetzt nämlich so ein Erlebnis auf 0848 001 003 zum Geniessen mit den Alpakas. Energy Zürich. Schön entspannende Musik. Ja, nützt vielleicht auch ein bisschen etwas, weil wir sind ja eigentlich mitten im Yoga-Groove. Wir haben vorher schon ein bisschen einen Einblick bekommen, dank der Lara aus dem Energy-Team, was es für ein Erlebnis ist, Yoga zwischen Alpakas zu machen. Ja, die Tiere die sollen zusätzlich beruhigen, einem spiegeln, gute Gefühle auslösen während der Übungen und es soll einfach ein tolles Rundum-Erlebnis sein. Die Lara die hat das ausprobiert und hat nach der Stunde auch können mit der Yoga-Lehrerin reden. Ich bin jetzt hier bei der Sandra, bei der Yoga-Lehrerin. Zuerst mal, es war so mega, mega schön gewesen, wirklich. Du hast es so gut gemacht, ich konnte mich so gut entspannen mit den Alpakas und auch in deinen Worten. Es war so, so schön gewesen. Oh wow, danke. Wie bist du denn dazu gekommen, dass du da bei Alpaka-Erlebnissen Yoga gehst? Ich habe eine Kollegin und ich habe gesehen, dass sie das gibt. Und ich habe es mega cool gefunden und habe gefunden, ich melde mich mal bei den Verantwortlichen. Und dann ist es so zustande gekommen, ja. Könntest du jetzt sagen, also was so die speziellste Yogastunde war für dich? Also heute war es einfach gerade mega speziell gewesen, mit Alpakas so über den Greifensee. Es war wunderschön gewesen und ja, es fühlt sich so einzigartig an, aber es ist wirklich jede Session speziell. Und was machst denn du für eine Yoga-Art? Es gibt mega viele verschiedene. Was ist jetzt das heute für eine Yoga-Art gewesen? Also heute haben wir so ein paar fließende, ruhige Bewegungen gemacht, wo wir wirklich so versucht haben, uns mit uns zu verbinden. Und
verbinden und einfach so Ruhe zu spüren und zu erleben. Was muss man denn körperlich mitnehmen, dass man Yoga machen kann? Gut, also Yoga ist für alle, das ist ganz wichtig zu wissen. Man muss können schnaufen und man muss einen Körper haben und dann kann man Yoga machen. Das heisst wirklich, auch jede Person kann eigentlich Yoga machen? Yes, super! Genau. Und wie du jetzt gerade gesagt hast, könnt ja alle Leute Yoga machen. Hast du denn so noch so ein bisschen Tipps für einen stressigen Tag oder sonst irgendwie etwas, wo du den Leuten kannst mit auf den Weg geben? Ja, sicher. Also während dem Tag wirklich einen Moment innehalten, ein paar Atemzüge nehmen, tiefe Atemzüge, ganz bewusst ein- und ausatmen. Einfach kurz ein paar Mal das machen und spüren, was sich verändert. Das ist mein Tipp. Weil dann muss man sich nie nachher platzieren. Gerade wo man ist, tagsüber, dass wenn man auf den Zug wartet, vielleicht zwischen dem Arbeiten oder vor dem Arbeiten oder am Bürotisch oder wo auch immer man ist, zumindest im Schulzimmer schnell taking a few deep breaths. Danke viel mal und einfach danke auch nochmal für die schöne Yogastunde. Danke dir vielmal, liebe Lara. Der Lara ist das egal gewesen. Sie ist mit glänzigen Augen zurückgekommen von dem Alpaka-Yoga und findet den Hit. Vor allem ist sie Fan von denen, die das eben veranstaltet. Ich habe jetzt gerade Aline bei mir. Sie ist das Herz hinter dem ganzen Alpaka-Erlebnissen. Hey Aline, wie hat es dir heute gefallen? Ich habe einen sehr schönen Tag gefunden. Das Wetter hat tiptop gepasst. Die Aussicht auf den See war untrübt. Die Alpakas haben voll Flausch performt und die Teilnehmer sind mit einem entspannten Lächeln heim. Das ist das Schönste. Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt das Alpaka-Erlebnissee zu gründen? Es war Alpaka-Yoga für mich gewesen. Zuerst. In der Pandemie habe ich das einmal für mich organisiert und das war dann so wahnsinnig schön gewesen und die Teilnehmer haben mehr wollen. Dann ist das ganz langsam entstanden im 2020 in Bern ursprünglich und der Zuspruch hat uns wirklich dazu animiert, dass sie die ganze deutsche Schweiz tragen, weil es einfach so schön ist. Was für einen Einfluss haben denn die Alpakas auf Teilnehmer? Alpakas haben einen sehr therapeutischen Wert. Der kommt daher, dass wenn man das Alpaka anschaut, macht es Augenkontakt. Wenn man nervös auf ein Alpaka zugeht, schreckt es zurück. Das heisst, es spiegelt einem auch. So tut man sich automatisch beruhigen. Viele Leute finden es sehr herzig. Es ist also auch herzöffnend. Und ein Alpaka bringt man nicht mit etwas Schlechtem in Verbindung. Sehr wenige Leute, sie sind neu in Europa. Und sehr wenige Leute haben eine schlechte Assoziation damit, wie zum Beispiel ein Hund oder Katze, wo man vielleicht schon mal gebissen wurde als Kind oder so. Das ist bei den Alpakas eigentlich nicht da. Und darum werden sie auch sehr, sehr gerne als Therapietier eingesetzt, um Menschen dabei zu unterstützen, ja, wieder zu sich zu kommen. Du könntest dir auch mit einem anderen Tier vorstellen? Das ist eine gute Frage. Ich habe, also nachdem ich Alpakas kennengelernt habe, habe ich nicht mehr weitergesucht. Das kann sein. Also, wir haben uns mal im Scherz überlegt, das mit Hundewelpen zu machen. Und es wäre zwar herzig, aber wir haben das Gefühl, Hundewelpen brauchen einfach viel Attention vom Menschen. Und nein, Alpakas sind für uns richtige. Ja. So schön. Hey, danke vielmals, liebe Aline. Es war wirklich mega, mega schön gewesen. Danke dir, dass du vorbeikommen bist. Klingt grausam gut, oder? Wenn du findest, oh, das muss ich unbedingt ausprobieren, gibt es aber nicht nur zum Mauer am Greifensee, sondern einen Haufen anderen Standorte. Auch am besten gehst du mal unter Alpaka-Erlebnisse im Netz schauen. Oder du gewünschst dir deine Yoga-Stunde mit diesen putzigen Kollegen bei uns jetzt auf 0848 001 003. Baby, don't you cry. From this time on.